Tottnauberg Erlenhof. Matthias Schneider arbeitet schon seit 6.30 Uhr. Seine Kühe brauchen Futter. Jetzt guten Morgen. Guten Morgen. So, sind wir runter. Ja, so es geht so. Nur kurz Hallo, denn seine Tiere im Stall warten. Ja, ausmisten muss man auch. Kaffee gibt's hoffentlich später. Er hat Mutterkühe, demnächst kommen die Kälber. Seit wann gibt's den Erlenhof hier mit euch als Familie? Bei uns als Familie, also Erlenhof ist erbaut 1622. Oh, okay. Fast 400 Jahre. Aha. Und die Familie ist seit, jetzt sind wir in der vierten Generation. Was haben Sie gelernt? Ich habe Schreiner gelernt, bin auch Schreinermeister, Landwirtschaft im Nebenerwerb und halt der Skilift. Sagen wir mal, der Tag hat 16 bis 18 Stunden im Winter, sage ich mal. Da muss man halt Vollgas geben und ja, im Sommer ist es auch etwas ruhiger. Ja? Ja, da sind die Tiere auf der Weide und dann ist es auch nicht so ganz so streng. Der Erlenhof liegt mitten im Skigebiet von Tottnauberg und er betreibt die Liftanlagen. Morgens gibt's immer viel zu tun. Sein Vater hat das Skigebiet erschlossen. Ja, der Vater mit einem Kollegen zusammen, die haben die ersten Lifte gebaut hier in Tottnauberg. Und wir betreiben das jetzt als Familienbetrieb weiter. Mit ungeheurem technischen Aufwand und dem modernsten Gerät. Drei Pistenbullis sind im Einsatz. Allein schon der Liftbetrieb wäre ein Fulltime-Job. Alles geht zack, zack, denn um 8:30 kommen die ersten Skifahrer. Matthias nimmt mich mit auf eine Inspektionsfahrt. Und über 1000 Meter sind wir schnell beim Du. Wir fahren auf den Stübenvasen, fast 1400 Meter hoch. Ich bin überwältigt von der Aussicht hier oben. Das Berner Oberland zum Greifen nahe. Ist doch ein Traumjob. Wunderbares Wetter, blauer Himmel, toller Schnee und den ganzen Tag Pistenbulli fahren. Ja, ganz so einfach ist es auch nicht. Ich hab's ja gesehen heute früh. Bist du unter solchen Bedingungen auch froh, dass du so viele Standbeine hast? Ja, mit Sicherheit. Ja. Anders wäre es, sagen wir, gar nicht möglich. Man muss halt vielfältig sein. Auch, sage ich mal, mit Vermietung noch, Pension. Das kommt ja auch noch dazu. Kommt auch dazu. Anders kann man es kaum meistern. Ne? Ich würde jetzt auch gerne ein bisschen Ski fahren. Glaubst du, ich kriege ein Liftkärtle bei dir? Ja, kann schon mal schön bitte sagen. Dann. Bitte. Der eigene Lift vor der Haustür. Wer hat das schon? Der Ski wollte man schon haben. Was machen? Das ist auch mal schön an so einem Tag wie heute, mittags mit dem Sohnemann und mit dem Neffen, einfach mal schön auf die eigene Piste und fahren, oder? Ja, deklarieren Sie als Kontrollfahrt. Was Kontrollfahrt, das glaube ich jetzt auch noch. Genau. Ja, ich bin auch dienstlich hier, gell? Ja, so ist es. Also, dann tun wir noch dienstlich ein bisschen runterfahren, oder? Kontrollfahrt. Also, Kontrollfahrt. Einfach schön. Aber zum ersten Mal sehe ich jetzt, welche Arbeit dahinter steckt. 13 Kilometer Pisten wollen rund um die Uhr gepflegt werden. 20 Mitarbeiter kümmern sich um den Schneiderschen Skizirkus in Tottnauberg. Er ist Schreiner, Hotelier, Bauer, Liftbetreiber. Und seit diesem Jahr hat Matthias Schneider noch ein Projekt. Die Après-Ski-Hütte Bergrausch gleich neben dem Erlenhof. Die Kühe sind schon wieder versorgt. Jetzt trifft sich auch ein Teil der Familie. Sein Sohn, sein Neffe und auch seine Schwester. Und hier in der Hütte kann man noch gemütlich so einen langen Arbeitstag auch ausklingen lassen, würde ich sagen, oder? Ja, aber ganz zum Ausklingen, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen nachher noch einmal los, alle Mann, mit unserer Raube und die Piste wieder auf Vordermann bringen für den morgigen Tag, damit morgen die Leute alle wieder Top-Bedingungen vorfinden. Matthias Schneider, der Mann mit den vielen Standbeinen. Bis 23 Uhr wird er noch im Pistenbulli sitzen. Ich bin beeindruckt.